Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. So. Anno 1800, Zarok ist dran und will heute sich um Pelze kümmern Ja, und jetzt um nicht. Stahlbeton. Nee, Stahlbeton. Ja, und um Pelze auch. Das ist die Nee, die andere, Pelzinsel. links, die kleine, diese Windsinsel. Einfach nochmal zwei Pelze rein Pelzinsel. oder so. Viel mehr geht sowieso nicht, weil hier haben wir nur begrenzte Arbeitskraft. Und die überlagern sich. Ort ist bereits belegt. Ah, passt schon. Muss nur gucken, da würde ich dann noch so ein Lagerhaus hinbauen. Nicht allzu Ohne viele Zeitung. Änderungen, hoffe ich. Und dann Sehr gut. so eine Infrastruktur. So, was haben wir denn? Beziehung Oh. verkündet. Seeschlacht fasziniert. Seeschlag! Fortsetzung auf Welche Seite. Ja, Seeschlag? die wir nicht mitbekommen haben, bevor wir Frieden geschlossen haben. Was tut denn hier Ein alles? Was ist das denn? Konkurrent hat eine Also bald haben wir Superpower. übrigens keine Inseln in Embeneser mehr, aber macht nichts. Dann, wir werden ja irgendwann Krieg führen. Oh, ein Geldgeschenk. Ja, danke, dass ich das Ding da jetzt nicht draufziehen darf, weil du Geld geschenkt hast. Ich habe mich gerade mit ihrem lächerlichen Erbe befasst. Ich danke Ja, Ihnen, dass Sie das. dieses Verlagshaus gerettet haben. Welch Glücksfall Was? damit endgültig. Aus dem Nichts. Ja! Unfassbar, ne? So. Jetzt Sie aber. geben sich erstaunlich kämpferisch in ihrem kleinen Ein Schneeblatt. Schneesturm im Winter. Einstarbeton. Die Insel eines Karl Otto, Karl Otto, ein Schneesturm im Winter, Karl Otto, ein Schnee. Ein Schriftsteller. Ich mach da mal so eine Kohle wie. Ja. Brauchen wir dafür eigentlich schon Strom? Nee, ne? Optional. Nee, Blon, Hochofen. Ja, die Frage ist rechts. Guck mal rechts. Bei dem. Nein, in dem Production Tree. Braucht das Strom? Nee, optional. Nee, optional. Okay, alles gut. Weil ohne Stahlbeton kein Strom. Ja, aber ich fürchte, da wirst du dich auch gleich noch drum kümmern, oder? Weil da kann man schön Öl für Bestimmt. abbauen. Brauchen wir dafür irgendeine Fruchtbarkeit? Zement oder? Ja. Ja, was muss? Ja. Ich würde da trotzdem ein Lagerhaus hinbauen. Ja, das auf alle Fälle. Oh. Also ich habe vorhin schon. Warum ist das Menü jetzt weggegangen? Du es offensichtlich geschlossen hast. Ich habe ja schon geguckt hier. Wir haben genug Iron Roheisen. Ja, das stimmt. Aber wir brauchen diese Dinger da. Das heißt, wir müssen jetzt ein paar von diesen Dinger. Mehr Kohle haben wir gerade gemacht. Jetzt brauchen wir diese Dinger erhöher da. Ja, ich würde sagen, da baue ich zwei von. Soll ich mal gucken, was die offizielle. Ja, das könntest du natürlich tun. Anno. Produktionsketten. Was ist denn das? Ingenieure. Das Stahlbeton ist braucht eine Eisenmine, zwei Köhlereien, zwei Zementminen, zwei Hochöfen und vier Betonwerke. Das heißt, wir brauchen noch eine Zementmine. Wir haben auch hier ganze zwei Zementminen auf der Insel. Reicht. Das reicht genau. Geht doch nichts über gute Wegführung. Ein gute Konkurrent Wege. Hat eine Siedlung errichtet. Ja, ganz Embeneser ist bevölkert und wir kümmern uns nur um mehr Grund 3-2. Macht nichts. So, nur weil wir ein bisschen flexen wollen vor unserem Questgeber. Und wie viele Betonwerke? Vier. Ja, um Gottes Willen. Ja, brauche ich aber woanders hin. Da brauche ich da oben hin. Da so. Das ist in da fehlt auch ein Spiel. Lagerhaus. Was fehlt ihm denn hier? Habe ich ja gerade gesagt. Nee. Nee, einen höher. Ja, ich versuch's. Wir haben sogar genug Leute dafür, dass ich das mal erleben darf. Ja, ist sicher. Oh, das Brot wird knapper. Brauchen, glaube ich, nochmal eine. Warum wird der Brot Wir brauchen nochmal eine Mühle. Aber Getreide haben wir Ja, zum weil Erbrechen. Wir das für die Silos auch brauchten, habe ich da ein bisschen übertrieben. Ich glaube, du kannst aber nochmal zwei Also Mühlen brauchen und da zwei Bäckereien oder eine Mühle, zwei Bäckereien. Ich guck mal.
Mach mal zwei Mühlen und vier Bäckereien. Oben. Oben. Wo ist denn Mühlerei? Jetzt, ja, oben, rechts, leicht. Da. Ah, ich habe unsere Landwirtschaft. Da oben passt auch noch eins hin, wo die Bäckereien stehen, da. Jo, aber wo ist ja, davor, Mühle? Das passt dann, also. Genau, aber einen kannst du da noch hinsetzen gleich. Ein Bäcker. Nein, mach mal vier Mühlen. Du hast gesagt, zwei Mühlen und vier Bäckereien. Da passt doch gar nicht hin. Ja, eine Mühle hätte vielleicht gepasst, ich weiß es nicht. Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt... Du hast gesagt, zwei Mühlen, vier Bäckereien, oder? Ja, das ist richtig. Ich habe ja auch nie was anderes behauptet. Mach mal, ja. Irgendwann sollten wir da nochmal einen Weg an diesem Lagerhaus vielleicht bauen, damit wir nicht... ja, eben. Vielleicht alles einen nach unten setzen noch. Das mache ich jetzt mit Sicherheit nicht. Wir können einfach einen Weg. Ja, aber das funktioniert ja nicht. Es muss ja immer verbunden sein mit dem Kontor in diesem Spiel. Früher war das nämlich nicht so. Da, ist verbunden mit dem Kontor. Kannst du da gerne noch deine. Ja, wenn wir dann nochmal noch irgendwann was brauchen, könnte ich mir vorstellen, dass ich nochmal was umbaue, aber sonst bleibt das erstmal so. Das will keiner aussteigen. Warum will keiner aussteigen? Bauen wir die Bauern da unten rechts. Warum nicht? Wir haben keine Kleidung mehr. Guck doch mal in dem vernünftigen Menü nach und nicht immer in diesem Menü. Ich weiß nicht, warum du das immer in diesem Menü nachgucken willst. Auf dem Lagerhaus. Ganz normal. Ja, wir haben keine Arbeitskleidung mehr. Warum nicht? Die Insel eines möglicherweise, weil ich ja noch mal ein Drittel mehr an Leute gebaut habe. Könnte ein leichter Grund sein. Ein Auftrag von großer. Oder würden wir eine Kartesche bekommen? Das also ist ihr Verständnis. Wir haben kein Schiff, das irgendwas. Das musst du aber jetzt so bauen, wie ich das da so toll gebaut habe. Mit dem Silo und allem. Mit Sicherheit. Das 1-1 war das. Ja, ich vermute. Beziehungsweise kannst 2-1 machen, weil wir ja da Silos da dran haben. Also brauchst du jetzt zwei von den Dingern noch. Nee, ein bisschen weitersetzen. Ein Konkurrent, ja, noch ein. Errichtet. Nee, das war nicht noch ein. So funktioniert das nicht. Wurde beendet. Nein. Was machst du denn da? Wo passt das du denn da? Du brauchst nur drei. Aber so passt das Silo da doch überhaupt nicht hin. Also ich brauche noch drei. Warte doch mal ab. Alles, was ich hier fände, gebührte dir der Dank. Die will auf Goldfurt sich niederlassen. Wo ist Goldfurt? Was gibt es da? Das ist die große Insel. Nee. 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 Jetzt fühle ich mich beleidigt. Krieg. Da wollte ich jetzt mal... Ja, der Nergobix hat sich beschwert. Oh, was machst du denn da? Du kannst jetzt nicht da so ein bisschen Platz lassen. Jetzt warte doch mal. Nee, da muss das Silo hin. Ja, da ja kann auch aber. Hin. Ja, gut. Meinetwegen. Macht die ganze Symmetrie da kaputt. Werden sie mal nicht gleich kriegen. Einige Felder könnten helfen. Ja, aber nee, da das muss so, jetzt gucken, dass das Silo auch dahin passt. Ja, genau. Das ist da gleich so viel Platz. Ja, stimmt denn? Aber ganz ideal ist das immer noch nicht, ja? Das ist absolut ideal, pass mal auf. Jetzt kommt. Nee. Das hat überhaupt nicht gestimmt, was du da erzählt hast. Das hat genau gepasst, nein, was ich da gemacht nicht. Hätte. Außerdem nicht da bauen. Doch! Nicht da bauen! Du drehst das hier so um! Weil du warum dann von dem anderen überhaupt kein Silo bauen kannst. Ja, aber das hat genau gepasst! Bau ist doch einfach so, wie ich es da bei dem anderen auch immer gemacht habe. Das ist wieder so ein. Jetzt muss ich das alles nochmal umbauen. Ja, dann bau dir jetzt einfach ein Silo hin, ist doch okay. Jetzt muss ich das mein alles. Mein Gott, wie lange er sich daran aufhält. Du bau ist doch einfach so aufhalten. Wieder unten. So, dann kommt da Silo von hier hin. So, easy peasy. Dann würde ich da sogar noch ein Lager ausbauen. So. Und mal wieder kein Weg eingeplant. Wo willst du da den Weg machen? Lass mich.
Lass mich. Immer hier so einen schönen Weg mit einplanen. Sonst kannst du hier hinten noch nichts mehr machen. Du hast echt irgendwie eine Viereckfetisch, oder? Sonst ist da alles Platz verschenkt. Mein... Du und Anno, das ist auch so, ne? Mach mal deine letzten Bauern noch, damit wir noch mehr von den Dingern brauchen. Jetzt erstmal dafür sorgen, dass hier wieder alles in die Luft kommt. Ganz rechts die alle erstmal. Oder bei dir da wieder Panik ausgebrochen ist. So. Erstmal bei was ist denn mit den beiden rechts hier? Warum wollen die nicht? Ja, das reicht bisher schon. So, er hat sie immer noch nicht gebaut. Die was da rechts, die alle noch überhaupt nicht da sind. Bau die doch mal. Die habe ich da auch nicht bestellt. Ja, aber ich. Was war das jetzt? Nee. Falsche Taste. So, jetzt bin ich zufrieden. So, jetzt kannst du auch ölen. Da müssen wir jetzt gucken. Ja, heißt doch die Ölerei. Oh, das ist aber eng, aber passt, glaube ich. Ach, natürlich, verrührlich. Ja, weil der Nergorix alles so verschachtelt hat. Man kann nicht erfolgreich sein, ohne sich die Hände schmutzig zu machen. Sagt Mister, ja, ich erbe alles. Jeder Fortschritt fordert seinen Tribut. Ich finde, das ist ein guter, solider Plan. Wir brauchen wir hier jetzt nicht noch irgendwie Eisenbahn? Und erstmal ein Depot am Wasser. Das heißt, da brauchen wir gleich 180 Tonnen Stahl. Depot ja am Wasser? Karl-Otto? Den Ölhafen Karl-Otto brauchst du, glaube ich. Stimmt. Ja, aber nicht hier vorne. Mach das da rechts, oben. Ja, das heißt, wir können jetzt mit der Eisenbahn. Ja, von das habe ich beim letzten Mal auch gemacht. Nee, ganz rechts bitte. Nicht mitten in die Stadt. Ganz, ganz rechts am Ende. Genau. Das weiß ich gar nicht, das muss nicht, auf jeden Fall nicht so, dass der Richter nicht mehr geht. So, und jetzt können wir, bin ich mal gespannt, ob du drei auch Schienen bauen kannst. Also 91 wirst du bauen können. Und wenn wir über den Fluss müssen, noch mehr. Nee, das ist nicht erbündig. Wo kommt das? Da kommt genau der Zug raus. Das heißt, das wäre doch eigentlich viel geiler. Ja, jetzt hast du erstmal eine Mine. Ja, weil du nicht mehr im Range bist. Das passt doch! Ja, das passt doch! Doch? Bitte? Ja, das ist ein Fehler von Anno. Schade. Eine andere Lösung wäre einfach den Weg leicht zu versetzen. Oh, Eisen. Ja, ich würde. Ja, mach das mal eben erst. Gib mal ganze Eisen aus, bis soweit du kannst. Und dann würde ich mal von Möhr-Kundrei-Platz. Wo ist denn das Baugelände blockiert? Ort ist bereits belegt. Wo ist der Hafen? Oben, ganz oben und ganz rechts. Ja, soweit, nicht nach oben, ich glaube nach unten musst du jetzt. Du hast aber eh nicht genug davon, das ist eh egal. Jetzt wird jetzt sagen, das geht nicht. Wieder, warte das mal. Kann jetzt ein bisschen dauern. Gibt da einen soliden Plan. Ah, 8 Jahre später. Dann fährt er an. Ja. Ja, mein Gott, man muss auch mal Geduld haben. Ein Schiff aus dem Möhr-Kundrei-Platz losschicken können. Mehr Eisen. Nein, wir machen alle, wir sind selbst erhalten hier in Möhr-Kundrei 2. Außerdem sind wir jetzt gleich technologisch vorgeschritten. Geht doch nichts über spannende Folgen. Ja, das ist... Hallo? Erzähl doch mal was. Was war denn jetzt eigentlich mit dem Fischreier los? Ich bin beim Nachbar gelandet, das war mir dann egal. Warum hast du überhaupt so Panik geschoben wegen des Fischreier? Ja, weil sonst die Fische alle weg sind. Du hast einen Teich im Garten, ja, oder? Ja, meine Eltern halt. Ich bin hier bei meinen Eltern gerade. Ja, so. Jetzt kommt der Fischreier. Ich muss ganz schnell. Ich war mir nicht sicher, ob meine Eltern da sind. Was ist eigentlich mit der Expedition los? Hier muss ja auch mal was sein. Hier weiß ich nicht. Ich werde hier nicht weggehen, bevor das Ding nicht gebaut ist. Komm schon, noch 5 Eisen.
Ich sehe den technologischen Fortschritt schon auf uns zukommen. Tag und Nacht arbeite ich hier. Spannend ist ja, dass wir die gleich noch irgendwie in die Stadt kriegen müssen. Dann müssen wir ganze Häuserreihen abreißen. Wo? Warte mal, ich will. So, der Zug. Wenn ich wieder unten raus. 500%ig arbeitet der auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall. Alter, das Ding, das dreht ja da komplett am Rad. Vielleicht, weil wir auch Stufe 3 sind. Meinst du, ich sollte dann eine Feuerwehr hin, oder? Auf Dauer ja. Aber es geht gleich los. Da kommt der Zug. Ja, der kommt aus dem Kühlhafen. Und jetzt holt er das ab und fährt wieder zurück. Jetzt wird er beladen. Nee, das muss in den Hafen. Doch. Nee, oder? Nee. Steht nicht hier, so. Oder? Ich zieh da mal irgendwie Kuh. Fährt auch mal einer zurück, oder wie ist das? Oder bauen sie parallel zusätzlich? Ja, ignoriere das einfach. Dieser Weg findet uns ein bisschen doof, aber wir werden wohl schon Öl kriegen. Diese 240 sind schon da. Ein Feuer. Ist außerhalb der Reichweite, guck dir das Feuer an. Da ist keine Feuerwehr. Warum ist da keine Feuerwehr? Das kann unmöglich sein. Ja, das war sogar in dieser Folge, glaube ich. Das neue Stahlbeton-Dings. Los! Hier wird's mit Boss. Wir werden beobachtet. Ja, das ist doch, dann habe ich gebraucht. Aber. Ich weiß übrigens wieder, warum wir den Tag-Nacht-Wechsel ausgemacht haben. Das ist ja, was ist das für eine Lichtstimmung hier? Ich wollte hier noch was probieren. Weil er will ja unbedingt parallele Schienen. Ja, so ist es, glaube ich, aber nicht gedacht. Oder so was. Probieren geht ja bekanntlich über Studien. Guck doch mal in unser Lagerhaus. Alter, guck mal den langen Ölzug an. Müsst ihr denn nicht eigentlich andersrum fahren? Ich finde halt toll, dass er sich auch in Luft auflöst. Guck mal auf so ein Lagerhaus. Das ist ein Hospizal. Ja. Komm mal runter. Weiter. 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 Hier müsste es doch irgendwo jetzt sein, oder? Weiter hoch. Wo war denn Öl? Das ist da gar nicht aufgeführt. Dann guck mal im Ölhafen. Siehst du, da sind schon 320 Tonnen. Das ist doch gut. Kannst du das ausbauen, wenn du willst. Bringt das denn? Zusätzliche Züge und vergrößert Liegeplätze. Jo, das ist ein guter, solider Plan. Sieht das jetzt anders aus? Vielleicht vorher mal drauf gucken sollen. Ja, ich glaube, wir können jetzt doppelt so viel lagern. Öl ist wichtig. Jetzt brauchen wir mehr Ingenieurs. Jetzt werde ich mich mal drum kümmern. Ingenieurs! Okay. Wollen dich. Wie schön, in dieser Zeit zu leben. Weil Pelze aus sind. Ich habe doch da jetzt 38 andere Pelze Insel reingebaut. Also 5 oder so. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Nicht genügend Anbaufläche. Ja, weil die Insel hat ja, auch du wolltest unbedingt diese Windinsel. Die Flammen wurden gelöscht. Die Ringelblume. Wir haben hier kein Schiff, das irgendwie für... Nee. Aber du kannst ja mal auf die Expedition klicken. Jo, easy going. Es ist Spätsommer, als die Expedition die Chilling-Meerenge erreicht. Doch sind die Bedingungen in diesen
eisigen Gewässern schon jetzt eine Herausforderung. Die Wind muss nur auffrischen. Da schlagen die Männer schon ihre Krägen hoch und flüchten unter Deck. Das macht wenig Hoffnung. Dass Sir John Faithfuls Männer 3 Winter an diesem Ort überlebt haben können. Hinter der chilligen Meerenge gabelt sich der Seeweg. Im Westen liegt eine Kette aus kleinen Inseln, die durch teilweise geschmolzenes Eis voneinander getrennt sind. Im Süden liegt eine lange, dunkle, schneebedeckte Landzunge, die durch Dunst verschleiert wird. Ja, go west. Jo, go west. Kämpfen, falls nötig. Eine arktisches Willkommen an der chilligen Meerenge. Der erste heftige Schneesturm, gerade als die Küste von Baffling Island in Sicht kommt, frischt der Wind plötzlich auf und eine dunkle Wolkenfront verdüstert den Himmel. Alle suchen Schutz unter Deck, als auch schon Hagelkörner, so hart wie das Fels, das Schiff mit solcher Wucht treffen, dass sie erheblichen Schaden anrichten. Wir haben die Kontrolle über das Schiff verloren, schreit der Steuermann. Doch nur ein Held würde sich in den Sturm hinauswagen. Ich nehme mal 10% ja, statt 0. Halte ich für angebracht. Das hört sich nicht gut an. Es ist keine einfache Aufgabe, die Segel zu bändigen. Und die Tapferen, die es in diesem eisigen Sturm wagen, sind zwar stark, aber auch ungeschickt. Während sie die von Schnee beschwerten Segel lockern, lassen die Männer zu, dass sie von einem Seitenwind erfasst werden und sich losreißen. Sie flattern wild gegen den knallenden Hauptmast und drohen, das halbe Schiff mit sich zu reißen. Die Männer? Ihre Männer finden keinen Halt auf der Eisschicht an Deck und das heftige Schaukeln des Schiffes ist eine weitere Ausrede, ihre Schwester sinken zu lassen. Ihre Schwester sinken zu lassen. Sie können nur dabei zusehen, wie der Hauptmast durch den heftigen Zug der Segel wie eine Salzstange zerbricht und der obere Teil mit einem Schweif aus Takelage über das Meer geblasen wird. Die Mannschaft ist vollzählig und unversehrt, doch der Schaden am Schiff ist wohl nicht mehr zu reparieren. Ich kann Ihnen nichts versprechen. Ein bisschen Dosenfutter. Und damit würde ich sagen, was für heute. Wenn wir jetzt mit Geiber dabei... Und jetzt erstmal von mir und einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.